Deutschland, es ist Zeit. Zeit, nicht nur über den Klimawandel zu sprechen, sondern ihm aufs Dach zu steigen. Zeit, eine bessere Infrastruktur auf die Straße zu bringen. Und nicht nur aufs Papier. Zeit, künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung zu sehen. Sondern als eines unserer Werkzeuge. Zeit, alte Mauern einzureißen. Und neuen Wohnraum zu gestalten. Zeit, gemeinsam große Brötchen zu backen. Und Nachwuchs aufzubilden. Genau. Deutschland, wir haben viel vor. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute in Pfullendorf auf dem Mittelaltermarkt wieder. Es werden heute noch Ritter erscheinen und vor allem haben wir jetzt eine tolle Marketenderin, oder wie nennt man die Frauen im Mittelalter? Eine Handwerkerin aus dem Mittelalter, und wir sehen das Spinnen am Spinnrad. Und da wird praktisch, ja, der Flachs wird hier zu Fäden gesponnen, ist das so richtig? Also ich habe hier Schafwolle, der Flachs ist da drüben auf der Stange. Okay, macht ihr die Schafwolle selber? Nein, die habe ich jetzt bekommen, also eingekauft so, weil es einfach zu viel Arbeit ist, das okay. Zu bearbeiten. Okay. Okay. Und aus diesen Fäden tut ihr nachher Kleidung machen? Wenn ich 2 Spulen voll habe, verzwirne ich das. Das heißt, ich mache Degen gleich zu Degen. Ich spinne im Uhrzeigersinn und im Gegen-Uhrzeigersinn verzwirne ich, und damit wird der Farben erhaltbar und brauchbar. Ah ja, okay. Okay, das ist spannend. Ich sage vielen Dank für die Auskunft. Ja. Und spielen das Lied über die 12 hübschesten Damen für euch. Die Damen Johnny! Wir sind wieder auf dem Mittelalterfest in Pfullendorf. Und ihr seht, heute geht es jetzt mal ums Eingemachte. Es geht um Schnäpsle, um Zeug, allem drum und dran. Und wir haben jetzt hier... Den Namen habe ich gar nicht gefragt. Die Susanne ist da, und da seht ihr mal, dass man im Mittelalter doch nicht alle Hexen verbrannt hat. Nein. Es gibt noch wunderschöne Hexen, auch im neuen Zeitalter. Susanne, ihr macht hier Schnäpse. Wir machen hier Liköre, alle handgemacht, ohne Zusätze und Aromen, ganz von der Basic her, wie man es früher gemacht hat. Mit allem, was es so im Garten und rundherum gibt, auch bis der Ausgefallene. Und es wird einfach so lange experimentiert, bis Das ist ein wunderbarer Schmeichler für den Garten. Also kann man euch ein bisschen zur Bingener Jungfrau hinschätzen, dass ihr aus dem Garten praktisch alles holt? Wir holen alles aus dem Garten, sei es den Holunder, sei es die Minze, alles was es so gibt, wird irgendwie verarbeitet. Darf man auch fragen als Laie, also da bin ich jetzt Laie, trinken tue ich gern, das ist überhaupt kein Thema. Als Laie einfach gefragt, wenn ihr jetzt einen Holunder holt, ja, müsst ihr den abkochen oder was wird da gemacht? Holunder wird erstmal geerntet, dann wird er entsaftet, weil Holunder muss erhitzt werden. Und danach kommen dann Stück für Stück die einzelnen Zutaten dazu, wie jetzt beim Holunder Minze zum Beispiel. Da haben wir die Minze drin, da haben wir einen Bruder Waldhonig mit drin, noch ein paar Kräuter und dann gibt es einen hervorragenden Likör. Aber wenn ich jetzt, okay, ich bin ja nur vom Baufach, ja, aber wenn ich mir jetzt das nachdenke, ein Holunder gibt doch keinen Alkohol. Da kommt letztlich dann noch neutraler Alkohol hinzu. Wir brauchen eine Alkoholbasis, richtig, die sehr neutral ist, die einfach auch die Gewürze oder die Beeren dessen Aroma annimmt. Und was ist die Basis noch? Ist das hochprozentiger Korn oder also was? Ich nehme keinen Korn, ich nehme auch keinen Schnäpse, ich nehme hauptsächlich die Schwodka, Doppelkorn. Solche Alkohole, der Wodka bietet sich einfach sehr gut an, weil er im Geschmack sehr zurückgeht, mhm, und einfach die ganzen Aromen aufnimmt. Also er muss keine Rolle spielen, er spielt nur die Trägerrolle des Alkohols. Also sind bei allem, was wir jetzt hier sehen mit den Liköre, die sind ja letztendlich nicht das, was der eigene Alkohol macht. Nein. Der Alkohol ist letztendlich, den er zusetzt. Der ist alkoholisch drin und dann erhöht sich auch zum Teil auch die Alkoholvolumenprozent natürlich durch die ganzen Zusätze, was dazukommt. Okay, kann man da irgendwo generelle Geschichte sagen, dass irgendwo Ingwer zum Beispiel, wenn ich den hier sehe, ob der Ingwer anders reagiert wie ein Brombeere oder eine Heidelbeere oder sonst was? Eigentlich weniger. Also kann man letztendlich immer den gleichen Alkohol zusetzen? Ich könnte den gleichen Alkohol nehmen, wobei ich in meinen Produkten jetzt gerade im Beerenfeuer, wo ich habe, da haben wir dann Rum und Rotwein drin, mit Chili und Ingwer im Ansatz, also ich kombiniere auch, zum einen haben die gewünschten Ergebnisse. Der klatscht so leise, ich höre gar nichts. Ja, ich habe gar nichts gehört. Ich glaube, ich bin taub. So wie mein Zeh, der ist auch taub. So, jetzt. Aber wir haben gerade für euch Pavane gespielt und nehmen euch nun mit auf eine kleine Reise in die französischen Landen. Das Lied über die 12 hübschesten Damen, die douze Damen Jolie. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben natürlich wieder Spannendes. Wir sind auf dem Mittelalterfest von Pfullendorf. Und da seht ihr, jetzt sind wir an einem Stand, der hochinteressant ist. Das ist auch für uns fürs Handwerk sehr interessant. Wir sind bei einem Medikus. Hat man damals auch schon Barbiere gesagt? Der Bader, der Wundarzt. Wundarzt, das kennt man so. Und auch die Klasse, Medizin und so weiter. Und natürlich der Medikus, wo der Gelehrte im Mittelalter war, oder? Er war der Einzige, wo gelehrt hat an einer Universität. Alterliche Handwerkskunst, ja, das ist doch spannend. Haben wir operiert. Ich sage immer wieder, zum heutigen Handwerkszeug von der Ärzte und so weiter hat sich nicht sehr viel geändert, außer dass es halt filigraner geworden ist und kleiner geworden ist und aus Edelstahl, aber zum Beispiel dieses hier ist ein Skalpell, original aus dem 13. Jahrhundert. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, es hat sich wirklich so ein heutiges Skalpell so gut wie nichts geändert. Sind das Nachbauten oder sind das ein Original? Wo bringt ihr die Originale her? Das habe ich zufällig bekommen. Ganz klassisch hier oben, das war für die Amputation zuständig. Ich sage immer wieder oder frage immer wieder, warum sind die Messer so sicher auf? Ganz einfach, weil man muss sich ja überlegen, es musste schnell gehen früher, man hat ja nicht viel Zeit gehabt. Also hat man die sicher genommen, je nachdem was betroffen war, angesetzt und einmal ringsrum bis auf den Knochen runtergeschnitten. Danach den Knochen, das Fleisch vom Knochen nach hinten geschoben, weil wir haben ja an der Knochen müssen. Danach die Knochensäge. Da mag man gar nicht dran denken. Einmal durch. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben wieder Handwerk auf dem Mittelaltermarkt beim Ritterfest in Pfullendorf. Und wir haben jetzt hier den Jürgen, seht ihr, er ist der Holzfachmann. Jürgen, was machst denn du hier? Ich baue jetzt im Moment einen Bogen. Im Moment ist die Arbeit, einen Jahresring die Oberfläche unverletzt freizulegen, so wie hier. Die gewachsene Struktur, fein mit Messer, Span, denn nur dieses Holz, der unverletzte Jahresring ist stabil genug, um die Kraft auszuhalten, wenn der Bogen gespannt wird. Also habe ich es jetzt richtig begriffen? Um einen solchen Bogen zu bauen, wie wir da drüber sehen, wird nicht ein komplettes Holz genommen, sondern es waren nur Fasern genommen. Es wird ein kompletter Stamm genommen, der gespalten wird. Das hier ist das Ausgangsmaterial, das ist das Endstück von dem, an dem ich momentan arbeite. Der Bogen befindet sich irgendwo in diesem Bereich. Das nicht stabile Holz wird komplett entfernt, bis ich einen Jahresring finde, der auf die gesamte Länge stark genug unverletzt rausgearbeitet wird. Hier die Struktur. Wenn ich das auf die gesamte Länge rausgearbeitet habe, wird die genaue Form festgelegt, wird seitlich bearbeitet, wird der Griff gemacht. Hier an dieser Stelle wird ein Griff für denjenigen, der den Bogen dann später bekommen soll, individuell angepasst, und erst dann, wenn das alles fertig ist, wird er von der Rückseite bearbeitet, so lange, bis er sich gleichmäßig mit den gewünschten Kraft bewegt. Also wenn ich das jetzt als Schreinermeister und Sachverständiger nochmals zusammenfassen darf, so ein Bogen mit so einem dünnen Material, das wird aus diesem starken Teil rausgeschnitten. Das ist das Endprodukt zum Anfangsprodukt. Das ist ja der Hammer. Lied von Handwerkern aus dem 18. Jahrhundert, das heißt, ja, lustig, ihr lieben Brüder, singen alle die Arbeit nieder, trinkt ein Glas Champagnerwein, trinkt ein Glas Champagnerwein, denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, das liebe keiner mehr als ich und du. Bringt die Gesundheit, ihr lieben Brüder, die wir reisen auf und nieder, denn dies soll eure Freude sein, denn dies soll eure Freude sein. Und will man nur nach den Menschen streben, so Brüder heißt an diesen Abschied lieben und macht uns das Leben sauer, und macht uns das Leben sauer. Denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, es lebe keiner mehr als ich schon du, es lebe keiner mehr als ich schon du. Dann wollen wir uns auf Schifflein sitzen und unser junges Herz ergötzen, wir wollen fahren auf die See, wir wollen fahren auf die See. Dann wollen wir es noch einmal wagen, wollen fahren nach Kopenhagen und nach der dänischen Residenz, und nach der dänischen Residenz. Denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, das lebe keiner mehr als ich und du, das lebe keiner mehr als ich und du. In Lübeck hab ich es angefangen, nach Hamburg steht stets mein Verlangen, ja, Bremen möchte ich gern wiedersehen, ja, Bremen möchte ich gern wiedersehen. Frankfurt am Main hab ich schon gesehen, die Herbergschwester, die muss geschehen, der letzte Heller muss versoffen sein, der letzte Heller muss versoffen sein. Denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, es lebe keiner mehr als ich und du, es lebe keiner mehr als ich und du. Dann geht's nach Braunschweig, Hannover, Minden, und da wollen wir nach dem Rhein verschwinden, und nach dem alten Heigenpöll, und nach dem alten Heigenpöll. Als wir durch heute Landes zogen, haben wir so manchen mit betrogen, nur seine Kopfe war uns gut genug, nur seine Kopfe war uns. Denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, das leben keiner mehr als ich. in die Fresse und lasst es laufen. Heute heißt es wacker.